Moin, wir schauen uns heute bei Fast Forward Science Hero mal einen Helden der Physik an, nämlich hier im Zeitraffer haben wir Spider-Man. Was passiert hier physikalisch? Naja, nehmen wir mal an, Spider-Man hängt hier an diesem wunderschönen selbstgezeichneten Haus, fällt runter und wir sagen einfach mal 80 Meter freier Fall, 20 Meter über dem Boden schnappt er sich Mary Jane, dann wirkt eine Kraft von ungefähr, 3000 Newton. Aber wie dick muss der Spinnfaden sein, der das aushält? Habt ihr eine Idee? Ein Millimeter ist die Antwort. Spinnenfaden, Spinnenseide ist eins der widerstandsfähigsten Materialien, die wir kennen auf der Welt. Bei gleicher Dicke viermal so widerstandsfähig wie Stahl. Und das Abgefahrene ist, das kommt aus dem Hintern einer Spinne raus. Der Spinnfaden bei Spider-Man ist deutlich dicker als ein Millimeter. Von daher würde diese Szene wirklich funktionieren. Wir haben nur ein kleines Problem und das schauen wir uns als nächstes an. Da haben wir nämlich Experimente gemacht, genau zu dem Thema. Diese Experimente nannten sich Vierteilung, waren damals total populär, gehen heute durch keine Ethikkommission mehr durch, aber es wurde genau aufgeschrieben, was da passiert ist. Und daher wissen wir die Kraft, die so einen Arm aushält. Und diese Kraft sind so ungefähr 3000 Newton. Das ist genau die gleiche Kraft, die auch auf den Spinnfaden wirkt und die wirkt ja auch auf den Arm, der hängt ja dran. Das heißt, der Spinnfaden würde halten, aber Spider-Mans Arm, der wäre leider ab. Und so haben wir einen Helden der Wissenschaft verloren. Das war's von uns zum Thema Fast Forward Science Hero. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.